Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir. Heute gibt es wieder einen gemischten Haul. Ich habe auch der Franzi ein paar Produkte abgekauft gehabt und das zeige ich euch auch in diesem Video. Also sie hatte ja eine Kooperation mit Yepoda und sie hat einiges nicht vertragen und deswegen wollte sie es verkaufen. Und da hatte ich sie einfach mal gefragt gehabt, ob sie es, also ja, sie hat es lieberweise an mich dann weitergegeben, beziehungsweise ich habe sie abgekauft. Ja, und da hat sie mir einige Produkte geschickt gehabt. Sie war auch in der Zeit mal bei Müller gewesen, hat für mich von dem Tuch Masken, Augenpads, Lippenmasken, Aufsteller da was geholt, was mich so interessiert hat. Und ich würde sagen, los geht's. Ich zeige euch jetzt noch ein paar andere Produkte. Und zwar einmal von Isana habe ich mir eine Bodylotion geholt. Und zwar die Sunset Beach, das ist eine Limited Edition. Die soll, denke ich mal, nach Kokos, Papaya und Pfirsich duften. Und ja, sieht auf jeden Fall sehr, sehr hübsch aus. Gibt es ja verschiedene Sorten jetzt gerade aktuell. Und da durfte das mit. Und dann durfte auch aus der Candy Sky Reihe diese hier mit, also dieser Rasierschaum. Das ist ja auch so mit Rummelplatz drauf, das ist eine Zuckerwatte und Himbeeren und Brombeeren riechen, bin ich auch schon gespannt drauf. Ist ja ein Rasiergel oder Rasierschaum, der geht ja auch ruckzuck mal leer. Genau. Dann habe ich mir noch die Vitamin C Power Konzentrate geholt von Chebens. Vitamin C mag ich sehr, sehr gerne und wollte ich jetzt mal wieder haben. Dann durfte eine Bubble Creme Maske mit, und zwar diese schwarze hier. Ich hatte euch im Aufbrauchvideo oder werde euch im Aufbrauchvideo die rote davon zeigen. Und die hat mir schon gut gefallen, deswegen wollte ich jetzt mal die schwarze testen. Die ist hier mit Aktivkohle und Lakritz. Mal gucken, wie die ist. Ansonsten wollte ich mir beide wieder nachkaufen. Dann habe ich mir auch wieder Augenpads geholt, weil ich nicht mehr so viel da habe. Und da habe ich ein bisschen was geholt. Da habe ich jetzt von Newtie einmal diese blauen mir geholt, die Deep Hydration, weil die im Angebot waren. Dann von Newtie noch diese pinken, das ist Energy Elixir mit Pink Grapefruit. Ich wollte auch noch die grün haben, aber die hatten sie nicht in der Werbung, deswegen hatte ich gedacht, du hast schon andere im Warenkorb oder im Wagen, deswegen lass liegen. Ich habe auch mir die drei Varianten von Isana geholt, also die Aloe Vera, Kokos und Wassermelone. Die finde ich auch mega und deswegen durften die alle drei wieder mit. Und was ich auch mega gut finde, ist hier die Fußmaske von Fußwohl. Deswegen, wir waren jetzt stehen geblieben bei der Fußwohl Fußmaske. Schon mal die Tüte oder hoch. Die habe ich ja auch auf Gebrauch gehabt und finde die mega gut. Deswegen durfte die gleich wieder mit. Dann habe ich noch ein paar Produkte von Isana hier. Und von Isana, von Balea. Und zwar dieser Rasiergel. Oder dieses Rasiergel von Balea, Tropic Fantasy. Duftet nach Papaya und Mangoblüte. Auch mega hübsches Design. Ist ja jetzt das Sommerdesign. Gibt es ja auch verschiedene Designs davon. Und das durfte jetzt auf jeden Fall mit. Ist auf jeden Fall relativ groß. Hier sind 200 ml drin. Aber ich glaube, das ist normal für ein Rasiergel, oder? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall fühlt sich das mega schwer an. Dann durfte noch aus der alten Edition mit, aus der Winter- oder Frühlingsedition, diese Cranberry-Handseife. Die duftet nach Cranberries mit einem Hauch von Mandeln. Ich denke mal, das war eher die Wintervariante. Keine Ahnung. Ja, wollte ich jetzt mal wieder austesten. Oder brauche ich jetzt auch mal wieder was. Deswegen, ja. Durfte das mal mit, beziehungsweise, was heißt brauchen, aber ich wollte jetzt einfach mal aus der LE was haben. Dann habe ich hier noch was von Balea, Moment. Und zwar dieses Duschgel noch aus der Sommeredition, Jungle Breeze. Das ist das mit Orangenblüten und weißem Pfirsich. Gibt es, glaube ich, auch schon öfters, oder gab es auch schon öfters diesen Duft, oder? Sagt mir auf jeden Fall was und ja, hat mich sehr angesprochen. Wie gesagt, gibt es auch noch zwei andere davon. Einmal dieses orangefarbene und einmal noch so ein pinkes. Ja, aber ich habe gedacht, eins davon nimmst du auf jeden Fall mal mit. Und dann gibt es auch jetzt verschiedene
Sachen von dieser Set Your Mind Free LE. So sieht die aus, auch mega ansprechend mit Fußcreme, Handcreme und so weiter. Ich glaube, die beiden Varianten von der, also Handcreme und Fußcreme werde ich mir auch nochmal anschauen, von der Set Your Mind Free Serie, diese limitierte Edition. Und ja, Duschgel gibt es, glaube ich, davon. Es gibt auf jeden Fall verschiedene Sorten, Tuchmaske und so weiter. Ja, aber ja. Da habe ich jetzt einfach mal den Lippenbalsam von mitgenommen. Und dann habe ich hier noch diese Maske Kokos und Pitaya. Finde ich auch sehr, sehr ansprechend. Von Balea. Diese Crememaske. Ihr wisst, Crememasken sind nicht so ganz so meins. Aber der Duft, da konnte ich einfach nicht Nein sagen. Und ich habe es wenigstens jetzt einmal mitgenommen. Früher habe ich ja alles, was es gab, in doppelter Ausführung mitgenommen. Sei es Badezusätze gewesen oder halt Masken, Tuchmasken, Crememasken, egal was. Habe ich immer doppelt gekauft. Muss jetzt nicht mehr sein, weil das liegt eh nur rum. Und ehe man das aufbraucht, dauert es halt eine Ewigkeit. Und deswegen habe ich gedacht, einmal wenigstens. Ja, und dann habe ich hier noch diesen Badeschaum, beziehungsweise fliegendes Schaumbad. Von Tee bei TT Sept. Happy Flamingo, auch mega hübsch mal wieder. Exotischer Früchteduft ist das. Ist so ein Cremebad oder so ein Schaumbad jedenfalls. Und ja, schreit auf jeden Fall nach Sommer. Ist mit Passionsfrucht und weißem Tee. Ja, mega cool. Dann habe ich noch, wie gesagt, Varianten von Cardia Vera. Drei Tuchmasken und einmal Augenpads hat sie mir mitgenommen. Einmal die Lovely Roses Hydrogel Augenpads. Die sind mit Rosenöl und Rosenblütenextrakt. So sieht das aus. Mega hübsch. Und dann noch die drei Tuchmasken. Ja, einmal Holy Guacamole mit Avocado und Hyaluronsäure. Dann die Lemon Squeeze Tuchmasken mit Zitronenextrakt und Hyaluronsäure. Und als letztes noch die Good Night Tuchmasken mit Lavendelextrakt und Hyaluronsäure. Genau, dieses. Und jetzt kommen wir zu den Produkten von Yipoda. Da hat sie mir jetzt fünf Produkte und einmal dieses Reinigungstuch mitgegeben. Also dieses Reinigungstuch von Yipoda. Hat sie mir verkauft sozusagen. Dann einmal diesen The Bubble Double Cleansing Foam, also Schaum, Gesichtsreinigungsschaum. So, ich packe euch die mal aus. Das ist alles auch sehr, sehr hochwertig, weil das alles, also was heißt alles, aber das ist auf jeden Fall aus Glas. Sehr, sehr cool und die haben mich schon immer angesprochen, die Produkte. Und da fand ich es jetzt einfach praktisch, das von Franzi abzukaufen, weil so kann ich das halt mal testen. Also nicht zum vollen Preis, sondern halt ein bisschen was reduziert. Und wenn es mir wirklich gefällt, dann kann ich es ja immer wieder nachkaufen. Und dann halt zum vollen Preis, ne? Aber das fand ich sehr, sehr cool, dass sie das gemacht hat. Dann haben wir hier den Repair Hero, also das Niacinamid Serum. So sieht das aus. Auch super hübsch. Ist so ein bisschen, ja, lila eingefärbt, würde ich sagen, oder? Das kommt jetzt in der Kamera durchsichtig rüber, aber ich glaube, es ist so ein bisschen lila eingefärbt. Auch mega cool. Ich lasse die Produkte auf jeden Fall gleich ins Bad verschwinden, weil die werde ich dann gleich weiter testen. Dann haben wir hier noch The Calm Balm, also den Cleansing Balm. Das ist ja dieser grüne hier. Ja, zum Abschminken ist der ja geeignet und ja, genau. Achso, man kann das sich halt aufgeben, dann abwaschen, dann mit dem Tuch eigentlich nochmal abwischen und ja, bin ich schon gespannt drauf, wie ich das denn verwenden werde. Achso, hier ist, glaube ich, noch so ein... Ja, genau, hier ist noch so ein Spatel mit drin, wo man das dann rausholen kann mit. Genau.
dieses, das war das dritte. Dann haben wir hier noch das The Midnight Magic, und zwar die Zika Lavender Sleeping Mask, also diese Nachtmaske. Muss ich mal durchlesen, wie man die auf jeden Fall verwenden kann. Ob man das jetzt unbedingt über Nacht einwirken lassen muss. Ich bin gespannt, muss ich mir mal durchlesen. Ist auf jeden Fall dieses lila, ne, Produkt. Und ist, glaube ich, das andere eher durchsichtig. Genau. Und als letztes haben wir hier noch die The Make My Day Cream, und zwar Zika Jojoba. Ist das? Und das ist die grüne Flasche. Genau. Das ist die Tagescreme. Ich muss mal gucken. Achso, jeweils mit Pumpspender. Finde ich auch sehr, sehr hygienisch, muss ich sagen. Ja, schwören sehr, sehr viele auf Yepoda. Das ist ja so eine koreanische Marke, und Gesichtspflege und so weiter. Ja, ist auf jeden Fall auch nummeriert, die Steps. Und teste ich mich auf jeden Fall durch, und ihr werdet das dann in Aufgebraucht-Videos sehen, wenn die Produkte mal leer sind. Und ob ich es mir dann auch nachkaufen werde, ob es das Geld wert ist. Ich habe ja auch was schon von Hello Buddy gehabt, wisst ihr ja, habe ich immer noch da. Ist auf jeden Fall gut, diese Marke auch, jetzt mal so gesagt. Aber ob man da jetzt was nachkaufen muss, weiß ich noch nicht, weil ich halt auch noch anderes da habe. Deswegen, ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da oder abonniert auch gerne kostenlos meinen Kanal. Ich würde mich sehr darüber freuen, und bis zum nächsten Mal. Tschüss!